So, willkommen zurück bei Let's Play Scorpion Disfigured und klasse, das Safe-Game hat sich genau da, beziehungsweise fängt genau da an, wo hier die Kacke am Dampfen ist. Oh. Und das, ja, wenig Munition. Und das war's mit meinem Einleitungssatz. Oh. Kann man denn, oh fuck, Alter, jetzt, ey, beruhig dich doch mal, bleib doch mal ganz ruhig. Oh, meine Fresse. Hier, Gedankenkontrolle, pass auf jetzt. So, komm, einer. Ja, jetzt, komm jetzt, tu mal was. Yeah, so komm jetzt, hau ihn. Alter, du hast so eine Schrotflinte. Ey, was ist nur los mit dir? Oh, gutes Personal ist schwer zu bekommen. Ja, jetzt er wieder. Oh ja, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Brauchen mal eine andere Waffe. Das hat hier alles so keinen Wert. So, jetzt komm mal her. Oh, fuck. Was haben die für komische Schrotflinten? Gesundheitsschwach. Ja, nimm mal noch hier. Nimm mal was dagegen. Was haben die für Schrotflinten? Die hier laden einmal nach und können da irgendwie achtmal schießen oder so. Das ist doch nicht realistisch, Leute. Das gebe doch so nicht. So, was haben wir jetzt? Was ist das? Da liegt doch eine Waffe. Kann ich die jetzt... Warum kann ich die jetzt nicht nehmen? Tja. Das gleiche Lied, eine neue Strophe. Okay, was soll's. So, dann schauen wir uns hier nochmal um. Gestern fiel der Upload zu Scorpion Disfigured ja mal wieder leider ins Wasser. Weil sich... Hast du mich erschreckt, Mann. So. Ja, na, da sagst du nichts mehr. Weil sich das Spiel leider wieder dazu entschlossen hatte, nicht mehr zu starten. Alles, was man noch sehen konnte, war ein schwarzer Bildschirm. Also nachdem ich die Echse geöffnet hatte, kam immer, ganz monoton, immer wieder das gleiche schwarzer Bildschirm. Schlecht, da kannst du ganz das ist ganz schwierig da ein Let's Play draus zu machen aus dem schwarzen Bildschirm, das nee, das wird nichts. So, jetzt habe ich rumgetüftelt. Ihre Energie geht zu Ende. Oh ja, da hast du recht. Rumgetüftelt und rausgefunden, dass das Spiel überhaupt nichts von zwei Monitoren hält. Also Dual Monitoring find's absolut, da ist es nicht dafür. Da ist es wirklich nicht dafür. Ich habe normalerweise habe ich immer so, was muss ich hier den? Na, hat uns doch groß, mächtig diesen Schalter hier gezeigt, oder? Erreiche die letzte Station. Muss ich jetzt hier rein oder was? Nee. Ja, also ich habe immer groß auf dem großen Monitor habe ich immer das so, Licht an. Habe ich immer das Spiel laufen und dann habe ich rechts daneben noch einen kleinen Monitor, wo ich normalerweise dann schon irgendwie was render oder so, oder habe ich dann irgendwie Kanalkommentare offen oder weiß der Teufel was. Und das Scorpion Disfigured ist da mal übelst dagegen. Ja, das denkt sich, wenn du mir nicht deine volle Beachtung schenkst, dann da starte ich doch erst gleich gar nicht. So, also das heißt, jetzt der eine Monitor ist aus und jetzt hat mich das Spiel auch wieder lieb und startet wieder. Müssen wir denn... Da war doch gerade, konnte ich doch gerade hier irgendwas... Nee. Nutze X zur Aktivierung. Hä? Benutze Schalter zur Aktivierung. Ja, diesen Schalter hier hinten, ja, das weiß ich doch. Aber da tut sich doch nichts. Können wir das Ding hier mal kaputt schießen? Bringen wir das weiter? Ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich daneben ziehen würde, würde ich es eher treffen. Da ist ein Schalter, ja, das habe ich schon. Ah, wir haben eine neue Nachricht. Wir haben eine hier, Lok. Judith, du solltest nahe der Untergrundbahn sein, die Sinnesindustrieanlagen mit den Laboratorien verbindet. Versuch den Zug zu den Labors zu kriegen. Alles klar, ja, aber das wissen wir doch schon. Soweit sind wir doch schon, oder? Ist ja jetzt keine neue Information. Ja, da wissen andere wieder mal mehr als ich. Ja, aber da oben, da war nichts, oder? Was ist das für Teil? Warum können wir das nicht... Geh doch. Wie jetzt? Komme ich da nicht mehr hoch? Ach nee, oder? Halt wirklich.
Oh Mann. Hey, ohne uns was abzuziehen. Ja, soll ich jetzt hier zu Fuß oder wo ist da... Ist da noch ein Schalter? Alter, ist da noch ein Schalter? Ey, jetzt bitte gebt euch das mal jetzt. Bitte, warum? Warum da noch ein... Da haben sie natürlich mit mir auch genau den richtigen gefunden, ja. Ich übersehe natürlich da den zweiten Schalter und wundere mich dann, warum es nicht weitergeht. Okay, also, Schalter haben wir gedrückt, gezogen, gemacht, gedingst. Müssen wir uns ducken, warum auch immer. Und jetzt benutze X zur Aktivierung. Yeah, Rambazamba. Quick Save. Ich spüre jedes Mal, wie sich mein Körper mit Adrenalin flutet, wenn ich F7 drücke, weil jedes Mal das Spiel kurz stockt und ich wieder denke, hallo Windows. Aber nein, es hat geklappt. Und jetzt, was ist da? Oh, ey, oh, da geht schon wieder, holla, die Waldfee. Hey Mann, hör mal auf, du. Ja, pass mal auf, diesmal machen wir das jetzt mal gleich so. Keine Energie. Energie nachladen und dann funktioniert es nicht und keiner weiß warum. Meine Gesundheit ist schwach, ja. Da habe ich mir schon gedacht. Da gehen wir hier mal in Deckung. Und warum geht die Gedankenkontrolle nicht? Alter Verwalter, so jetzt aber. Hier. Oh Mann, V. Oh, ich bin hilflos überfordert. So, jetzt komm her. Was macht er denn jetzt? Ja, Gott sei Dank sehe ich mal wieder so viel. Was ist mit dem jetzt? Setzt er sich hin? Wie jetzt? Ach nein, du hast dich abknallen lassen. Sehr gut. Nee, echt die Spitze. Gut, dann nehmen wir weiter fleißig Verbandskasten. So, wo ist jetzt, wo ist unsere... Hier. Da haben wir sie. Oh, Alter, gehst du mir auf den Sack, ey. Jetzt mal ohne Witz. So. Du Pfuscher, du. PSI-Batterie. Ja, wenigstens etwas. Und da haben wir noch was. Haben wir mittlerweile irgendwie, können wir auflöffeln oder so? Wo war das? Hier ist gut. Ja, da können wir nochmal auflöffeln. Was leveln wir auf? Striker, genau. Striker 21 Modul wurde upgraded auf Stufe 3. Yeah. So, was ist das? Nachtsicht, Sichtweite, Wanddurchdringung. Zeitentschleuniger. Energieschild. Ja, dann leveln wir mal. Was leveln wir denn auf? Was ist denn das hier? Gedankenkontrolle. Die Gedankenkontrolle. Telefalokratie-Modul wurde upgegradet auf Stufe 2. Telefaller was? Alles klar. Schön hat es gesagt. Au, au, au. Eierschock. Ah, meine Fresse. Oh, was war das? Da irgendwie Energie haben wir hier aufgesaugt. Oder so, ne? So, da hinten haben wir jetzt noch eine Waffe, oder? X zum Durchsuchen, nichts zu finden. Ja, alles wie immer. Hier ist ein Schalter wieder, ne? Was bist denn du? Sieht ja spannend aus. Oh. Hä? Was war das? Weiß auch wieder keiner. Mysteriös. Schalter drücken, das Licht geht an, dann machen wir uns das aus. Was kannst du uns antun, was sie uns nicht schon angetan haben? Ja, das ist wirklich eine gute... Warum? Wo geht er hin? Hallo? Ja, wenn du abhaust, also ich bin nicht scharf drauf, mich hier mit dir anzulegen. Wenn du meinst. Nutze X zur Aktivierung. Quick Save. Nee, hat geklappt. So, jetzt haben wir schon wieder keine gelbe Energie. Die laden wir gleich mal nach. Dann haben wir, was haben wir jetzt hier alles? Gedankenkontrolle haben wir angewählt, gell? Telekinese ist das hier? Ne, das ist Telekinese. Das ist Gauss-Attacke. Telekinese, okay. Ja, dann behalten wir gleich mal die Gedankenkontrolle und machen hier jetzt dann gleich mal, Achtung, machen wir Zeitentschleuniger. Ihre Energie geht zu Ende. So. Ah, und jetzt gehört er doch gleich zu uns, oder? Oh, ja, ich kann ja nichts machen. Ich komme ja nicht raus. Ach, soll ich auch gar nicht, oder was?
Gehst du uns jetzt hinterher oder was ist dein... Ja, yeah, alles klar. Fick dich, Alter. Ey, was ist dein Problem, Mann? Ein Ausrüstungsupgrade ist jetzt verfügbar. Ein Ausrüstungsupgrade ist verfügbar. Das wenden wir doch mal gleich an. Scanner. Nee, falsch. Lock. Entschuldigung. Na, auch falsch. Suit. Da. Ja, dann nochmal die Striker. Striker 21 Modul. Ah. Wurde upgraded auf Stufe 4. Sehr gut. Weiter geht's im Programm. Ah, gleich mal hier nochmal Quicksave. Mal ganz feste drücken, weil das Spiel denkt ja gar nicht dran. Selbst irgendwann mal hier ein Autosave oder so, das kannst du vergessen. Das, da wurde nicht dran gedacht. Oh. Diesmal fahren wir ein bisschen länger. Wo fahren wir hin? Wo geht die Reise hin? Batterie, gelbe Energie haben wir auch schon wieder keine mehr. Hallo. Bitte weisen Sie sich mit Ihrem Sicherheitsausweis aus. Mein Sicherheitsausweis? Ja. Den habe ich leider zu Hause vergessen. Bitte weisen Sie sich aus. Ich weise mich aus, wann ich will, Mann. Lass mich in Ruhe. Sie haben 10 Sekunden, um sich auszuweisen. Bitte? Genau der bin ich. So. Ja, das war jetzt mal cool gemacht, ne? Man muss echt, also manchmal ist schon, sind schon coole Sachen dabei. Das war jetzt mal, fand ich jetzt gut. Bitte weisen Sie sich aus. Schaut auch giftig aus. Ich hatte auch ein bisschen Bammel, dass das Ding hier losgeht. Aber was ist jetzt wieder? Warum? Oh, Kinder, soll ich euch, ich habe einen Verdacht. Und zwar... Warnung, Ihre Energie geht zu Ende. So. Wenn ich das Teil hier berühre, einfach nur weil es ein Feind ist wahrscheinlich, wird mir Health abgezogen. Achtung. Ja, wirklich. Arschgeil, oder? Obwohl es sich nicht bewegt und gar nichts. Einfach nur hier guckt. Einfach nur weil es da ist. Weil es ist ja ganz spitze und so, da stechen wir uns ein Auge aus. Deswegen haben sie sich gedacht, oh nee. Das müssen wir bestrafen. Also gut, ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ganz ein böser Roboter. Den lassen wir in Ruhe. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Schalter. Wupp. So, und jetzt passiert was genau? Sie hat auch gesagt, wir haben jetzt Zutritt zu irgendwas, oder? Und zu was? Zu da oben? Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Da komme ich doch nie hin. Wie soll ich da hin? Komm. Hm. Steh ich nicht. Steh ich noch nicht. Oh, wir haben mal wieder... Oh, verdammt, falscher Knopf. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Das ist eine gute Frage, gell? Muss ich da überhaupt hoch? Das weiß man halt immer wieder nicht. Ja, dann fragen wir mal. Machen wir mal Lampe aus. So. Dann fragen wir mal unseren Scanner. Ja, jetzt guckt euch das an, wo der Pfeil hier hin zeigt. Was will ich damit. Was um Gottes Willen soll ich mit dieser Information anfangen? Da. Da müssen wir hin. Da so. Wupp, so. Oh, meine Fresse, ey. Das Teil, das kostet mir echt nur meinen letzten Nerv. Aber ich habe doch hier den Schalter gedrückt. Ach, den kann ich nochmal drücken? Ja, ich will nicht mehr. Was ist... Kinders, ey. Meine Fresse.
Yeah, und da haben wir mal wieder einen Absturz. Stream Error, hatte ich auch noch nicht. Loading Error, ja, Rambatamba. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm, dann machen wir den Teil erstmal bis hierhin. Bis zu Stückchen sind wir ja wieder weggekommen. Und wir sehen uns dann im nächsten. Bis dahin, tschüss.